Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich wieder mit dem Raphael unterwegs. Moin. Und ja, eigentlich würden wir jetzt schon im R8 sitzen, allerdings sind wir beide ziemlich verpeilt und vergesslich, denn genau die gleiche Situation hatten wir schon mal vor ein paar Tagen. Wir haben einfach die Schlüssel vergessen, sind gerade eine Dreiviertelstunde gefahren und haben dann bemerkt, wo wir da waren, dass wir keine Schlüssel mit haben. Deswegen fahren wir jetzt nochmal zurück und nochmal zur Halle und dann geht's los. Ja. Unser Plan ist heute, mit dem R8 auf die Fähre zu fahren. Wo ist denn die Fähre überhaupt? Sollenspieker. Wo führt die hin? Wo? Von südlich der Elbe zu nördlich der Elbe. Also es ist wirklich nur 2 Minuten Fahrt so ungefähr. Aber soll ziemlich cool sein. Ich habe es noch nie gemacht, irgendwie mit dem Auto auf die Fähre und irgendwo gefahren? Sagt man trotzdem so eine Fähre, keine Schwimme. Oh Gott, ich bin schon richtig verpeilt. Ja. Auf jeden Fall ist es da hinten richtig schön, dass es hier so Dove-Elbe und so der Bereich. Ja. Und so ein bisschen der Weg ist das Ziel und die Fähre das Highlight. Genau, deswegen. Und ich werde noch mal ein paar technische Daten durchgeben. Es haben sich auch einige gewünscht. Ich habe nämlich so eine Umfrage gemacht bei Instagram. Da meinten die meisten, ich soll noch mal kurz über den R8 sprechen und das machen wir. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der Halle. Bis gleich. So, wir sind jetzt in der Halle bei Sportwagen Siegmund und hier zu meiner Linken könnt ihr schon den Audi A8 sehen. In Suzuka Grau Metallic. Das ist ein 5,2 Liter V10 Saugermotor. Und ja, natürlich als Cabrio, das wird heute auch noch schön ausgenutzt. Wir machen heute, denke ich, das Dach ein bisschen auf. Sind zwar nur 11 Grad, aber die Sonne scheint, dementsprechend ist es noch trotzdem ein bisschen wärmer, fühlt sich wärmer an. Und wir werden uns das Auto auch nochmal von innen anschauen. Da haben auch noch ein paar Leute gefragt, auch gerade werden wir ein bisschen auf den Komfort eingehen. Wir gucken uns nochmal den Kofferraum an und ja. So, wir gucken jetzt mal rein. Der Kofferraum ist wieder vorne, wie beim Lamborghini. Und ich würde sagen, größentechnisch hat man hier noch ein bisschen mehr Platz als im Lamborghini, ne? Also auf jeden Fall ist noch mal tiefer. Hier würde auf jeden Fall ein Kasten Bier reinpassen. Haben mich auch sehr viele gefragt. Oder beziehungsweise noch mehr Capri-Sonne, würde jetzt Raphael sagen. ja, ich würde auch sagen, wenn man jetzt irgendwo hinfährt, eine längere Tour, passt hier schon eine ordentliche Tasche rein. Man kann auch sehen, würde ich sogar reinpassen, ich könnte mich hier reinsetzen, also... Ja, mach mal den Fuß ran, da geht's nämlich echt weit runter, man sieht das jetzt nicht so, weil dunkel auf dunkel... Ja, so, genau, also so bis zum Knie ist es halt schon extrem viel Platz, ne? Man kann hier an den Seiten noch was machen, man kriegt auf jeden Fall auch einen Einkauf rein. So, und dann ist hier auch noch das Windschutz, das kann man hier rausnehmen, ganz einfach. Das ist hier versteckt, das kann man dann einfach drüber machen, ist wie so ein kleiner Windschutz und ja, nimmt auch nicht viel Platz weg, ne? Dann kann man das hier wieder reinpacken, klickt das hier wieder dran. So, und man hat sogar noch ein ganz kleines Fach hier vorne. Weiß ich jetzt nicht, was man da reintun kann, warum das hier ist. Die Kamera. Oder irgendwelche Snacks, keine Ahnung. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal vorne das an. Ich bin nur so zart. Ja. Will man nichts kaputt machen. So. Als erstes habe ich... Ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal R8 gefahren bin, habe ich erstmal geguckt, wo ist hier der Griff? Das ist alles immer so versteckt bei den neuen Autos, genauso wie mit dem Lamborghini. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal gefahren bin, ich so, okay, wie mache ich das jetzt hier so auf? Kommt es alleine raus oder so? Völlig verrückt. So, also wir haben hier schöne Ledersitze. So, und wenn man jetzt mal genauer hinschaut, das ist so eine Rautensteppung. Also hier diese ganzen Nähte, finde ich sehr, sehr schön. Dann kannst du auch den Sitz manuell hier anpassen. Ne? Man kann hier das am Rücken verengen. Du kannst natürlich vor, nach hinten, ganz normal, wie man es eigentlich auch kennt. Ich setze mich mal kurz rein. Ja, man hat echt viel Platz hier vorne. Ist mega bequem. Wir können uns nochmal das Lenkrad genau anschauen. So, und was natürlich viele mögen, habe ich nämlich erfahren, ist einfach, dass an dem Lenkrad vieles symmetrisch ist. Man hat hier 2 Knöpfe, hier sieht das gleich aus mit den Rädchen, hier sind die Knöpfe gleich, da sind sie gleich. Und allgemein ist das halt auch sehr sportlich, das Lenkrad. Natürlich hier der Spaßknopf, das Allercoolste. Hier wieder auch sind die Schaltwippen fest am Lenkrad, gehen halt sozusagen mit. So, wir gucken uns jetzt nochmal den Motor an. Um die Motorklappe zu öffnen, ist hier hinten versteckt so ein kleiner Knopf. Habe ich auch überhaupt nicht gesehen, weil meistens ist das irgendwie an der Tür oder hier unten. Und wir gucken uns den jetzt mal an. Ach so, ich bin so drin in diesem hinteren Kofferraum. Ich greife hier so hin, obwohl das hier aufgeht. Ja. Oh.
Das ist auch witzig. Geht das weiter auf? Nee, das war's. Also das habe ich ja selber noch nicht gewusst. Witzig, dass das so... Das ja... Dass es nicht mehr ganz hoch geht, aber okay. Ja, gibt's eigentlich nicht viel zu sehen. Kannst hier noch mal kurz reinzoomen. Eigentlich ist es auch einfach hier nur gedacht, um einfach fixiert auf den Service zu machen. Um wirklich an das Hauptstück ranzukommen, muss man dann das ganze Dach öffnen. Und ja. Wir wollen es aber nicht übertreiben, denn wir gehen jetzt erstmal raus, fallen ein bisschen warm und dann sehen wir uns gleich im Auto. Wir sitzen jetzt im Auto. Es geht los. Ich bin schon lange nicht gefahren. Ich freue mich wieder. Das ist ja lange her, dass ich den gefahren bin. Wie lange ist das her? Ich glaube, das war letzten Sommer oder so. Letzten Sommer, ein Jahr. Oder das sind so. Wir zu Nick gefahren, zu Lauf mit Schlauch. Stimmt, stimmt, stimmt. Und da bin ich auch überrascht. Ja. Das war auch eine witzige Aktion. Wir fahren jetzt Richtung Fähre. Und in der Zeit, wo wir da hinfahren, werden wir heute ein bisschen darüber reden, wie alltagstauglich der R8 ist. Und ja, wir werden auf ein paar Fragen von euch eingehen. Ich habe nämlich auf Instagram eine kleine Rundfrage gemacht und da kamen einige Fragen dazu. Auch so ein bisschen zum Vergleich zum Lamborghini, aber das werden wir morgen machen. Nochmal ein direkter Vergleich zum Lamborghini Huracan mit dem R8. Und ja, heute geht es erstmal nur um den Audi. So, als allererstes finde ich, dass ich das erstmal innen drin anfühle, wenn man hier drin sitzt. Übersichtlich. Übersichtlich. Oder? Ja, genau, übersichtlich. Man hat hier alles schön verteilt. Ist auch nicht irgendwas jetzt, wo ich Angst hätte, was falsch zu machen auf den ersten Blick. Und was ungewohnt ist heutzutage, ist, er hat kein Display in der Mitte. So wie irgendwie jedes andere Auto. Stimmt. Sondern einfach nur drei Rädchen mit Knöpfen. Ganz einfach gemacht eigentlich. Soll ich überhaupt mitreden? Ja, ja, red doch mit. Ach so, okay. Ja, ja. Genau, man sieht dich auch hier. In der so, GoPro. Achso, ja, stimmt. Hallo. Genau. Genau, Raphael redet einfach zwischendrin, wenn ich irgendwas Falsches sage oder so. das schneiden wir dann eh weg. oder so. Und ja, als allererstes ist es auch so, ich glaube, der ist auch ein bisschen alltagstauglicher, weil er trotzdem auch höher ist als der Lamborghini. Ne? Man kann zwar den Lambo noch höher einstellen, aber das sieht natürlich nicht so cool aus, wenn man den fährt. Man will den natürlich immer mit Fahrwerk unten fahren. Das ist eigentlich auch eher so eine Ein- und Ausparkhilfe oder Ein- und Ausfahrhilfe mit dem Lüftsystem. Wenn man irgendwo drauf muss und so, dass man sich halt nicht die ganze Front kaputt macht. Genau. Und der ist halt ein bisschen höher, ne? Man kommt eigentlich gut über Sachen drüber, man muss nicht so Angst haben. Und ja, lässt sich erstmal so vom Fahrgefühl her wieder, lässt sich völlig entspannt fahren. Ich sag auch immer, das könnte ein A3 sein. So, wenn du die Augen zumachst so ungefähr. Echt mega, das ist vor allem bei dem Lamborghini bin ich eingestiegen. War sehr vorsichtig, habe mich am Anfang rechts, okay, habe am Anfang irgendwie ein unsicheres Gefühl gehabt, also nicht ganz unsicher, aber so, okay, sehr vorsichtig und hier ist vieles neu und so. Und hier hat man irgendwie so ein Gefühl wie, okay, ich kenne es irgendwoher so. Das ist, lässt sich, man, wie soll ich das sagen, man hat halt sofort einen Überblick einfach und man weiß ungefähr, man kann halt so viele Sachen schon einschätzen irgendwie. Es ist nichts so exotisch an dem Auto. Mhm. Zum Beispiel beim Lamborghini mit dem Blinken. Das machst du ja beim Lamborghini hier. Ach, stimmt. Ja, und Scheibenwischer und so. Beim Lamborghini gibt es ja keine Hebel. Stimmt, und hier Seite. Ist einfach wie im normalen Auto, sage ich jetzt mal. Einfach hier ist der Blinker, wie es gewohnt ist und so. Ist halt nicht so vieles, wie du schon meintest, so Exotisches. Ne? Also ist dann schon mal ein bisschen angenehmer. Was kannst du noch erzählen? Was können wir noch erzählen über Alltag? Also zum einen vom Handling. Links? Links, genau. Also auf diesen beiden bleiben. Ja. Er fährt sich halt einfach easy. So, das ist kein Hexenwerk, den zu steuern. Ich meine, natürlich, wenn man ihn gibt, dann macht er auch ordentlich Lärm und bewegt sich nach vorne. Aber das ist alles noch so, meines Erachtens, im vertretbaren Rahmen. Ja. Ja, also entweder ist es irgendwie so mit der Grenze, so ab 600 PS ist es anders. Wobei ich aber finde, der RS6 fährt sich auch so. Und mir fällt auch gerade auf, ich finde ihn auch sehr angenehm gerade am Gas. Huch, das war dein Handy. Ja. Ich finde ihn auch echt angenehm am Gas, man kann ihn echt ganz entspannt fahren. Er ist auch nicht extrem laut, dadurch, dass er halt natürlich diese Klappe hier hat. Ja, man kann ihn ganz entspannt fahren, wenn man auch eine längere Fahrt hat. Es ist nicht mal extrem laut. Ne?
Und nicht so extrem hart. Nicht, genau. Auch wenn man mal irgendwo drüber fährt, man merkt halt nicht irgendwie, okay, das ist jetzt ein Brett, Achtung, ich muss mich jetzt irgendwie steif halten, weil ich sonst durchs Auto fliege. Also ganz angenehm. Dann, wie gesagt, natürlich, man hat Platz. Jetzt hier ist zwar nicht mehr so viel Abstellfläche, ist ja auch nur ein Zweisitz, aber hier habe ich jetzt meine Jacke bekommen, ich werde auch eine kleine Tasche bekommen, vorne dafür auch einen größeren Kofferraum. Und was können wir noch? Ja. Ach so, wie und sieht's er denn? Er hat weniger Platz im Innenraum, weil es ein Spider ist, weil eben hier hinten Verdeck, ne? Verbirgt sich auch schon die ganze Technik vom Verdeck und deswegen ist beim Spider, das auch beim Huracan so, ist die Kabine einfach ein Stück kürzer. Ja. Also große Leute haben bei mir mehr Platz im Lambo. Ja, das stimmt allerdings. Ich bin auch, viele sagen immer, die finden irgendwie das Cabrio nicht so schön wie heißt der, wenn es zu ist? Coupé. Die finden ein Coupé schöner als ein Cabrio, weil das, wenn er zu ist, weil das optisch einfach nochmal besser aussieht. Weil das einen Buckel hat. Ja, aber ich finde das gar nicht so. Ich finde ihn trotzdem mega und ist doch eigentlich geil, wenn Sommer ist und man kann einfach das Dach aufmachen, man lässt die Sonne auf den Kopf scheinen und so. Ja, also hier bei dem Auto, finde ich, ist das schön gelöst, weil da hinten, ich zeig das mal, trotzdem schräg abfällt. Und das nicht einfach so ein Buckel ist. Einfach wie so, einfach nur draufgesetzt, ne? Ja. Ist trotzdem mit schön verarbeitet. Das stimmt. Wie sieht's denn mit dem Spritverbrauch aus? Ach, da fragst du den Falschen, ey. Wenn der Tank leer ist, guckt man nie drauf. Ja, aber ich weiß noch, wo ich den gefahren bin. Es gibt, na, hast du eine Einschätzung oder also, so? Also tendenziell braucht er auf jeden Fall mehr als der Lambo, weil er deutlich schwerer ist. Ah. Einfach dadurch, dass er ein Roadster ist und auch ein bisschen träger ist. Und ja, deswegen eigentlich für den Alltag, wenn man jetzt die ganze Zeit nur durch die Stadt düst jeden Tag, ist halt dann schon teuer, ne? Ja. Sammelt sich dann halt ganz schön. Ja. Muss man immer ordentlich Sprit bezahlen. Ja. Leute haben noch gefragt, ob du denn jetzt mit der Zeit, weil du die ganze Zeit diese Autos hast, ob du denn schon so bei den Autos den Fahrspaß eigentlich verloren hast? Oder ist das für dich immer noch was Besonderes? Tatsächlich, man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Und ich bin froh, dass ich meinen Fiesta habe. Der erdet mich immer. Das war mein erstes Auto. Und ich sag dir jetzt einfach mal so in die Kamera. Ja, mach. Und halt mir nicht die andere vors Gesicht. Das war mein erstes Auto und das erste Auto hat für mich einfach, kennt ihr bestimmt auch alle, sobald ihr ein Auto habt, das ist irgendwie geil. So die Freiheit und alles, ja. Die das mit sich bringt. Ja. Und endlich nicht mehr gefahren werden oder alleine fahren und so. Ja, und ich finde einfach das Auto cool, so einfach weil es keiner mehr hat und meiner hat einen guten Zustand. Und ich glaube einfach dadurch kann ich das wieder besser differenzieren, als wenn du immer die Supercars fährst. Man schätzt das auch nochmal wert. Richtig, mehr ja. Wert und das stimmt. Ich habe auch schon vorhin gesagt, wir sind ja mit dem Fiesta noch rumgedüst. Muss ich hier auch wieder hoch, oder? Ja, rechts, ja. Okay. Wir haben es schon vorhin gesagt, es war einfach so entspannend im Fiesta. Man tuckert so ein bisschen durch die Stadt, die Sonne scheint rein, es ist sau bequem. Man könnte eigentlich direkt einschlafen, weil der so schön ist. Und ist doch irgendwie ein viel schöneres Gefühl, wenn man jetzt den ganzen Tag jetzt mit seinem Fiesta rumfährt und dann so als Highlight des Abends, so zu Feierabend oder so, nochmal eine Runde mit dem R8 oder mit dem Lambo zu fahren. Ist doch nochmal ein viel erfrischenderes Gefühl, als wenn man den jeden Tag hat und auch im Alltag und so. Ja, und vor allem jetzt geht's mit Tunnel. Im Lambo bist du halt auch nie inkognito. Du wirst immer angestarrt, du wirst immer angeguckt. Die Leute sind im Stau, an der Ampel, überall wirst du angeglotzt. Stimmt. Du kannst das Fenster gar nicht offen haben, weil die das Auto fotografieren, die filmen das und so. Ist ja eigentlich ein schönes Zeichen, weil den Leuten das Auto gefällt und das was Besonderes ist. Aber wenn du dann auf allen möglichen Bildern mit drauf bist, das ist dann manchmal so unangenehm. Gerade als Frau willst du mich noch mehr stören. Weil wenn du dann mal scheiße aussiehst, ich sehe ja immer schön aus, dann glaube ich. Das stimmt, ne? Das nimmt die Privatsphäre und den Fiesta. Man hat keine Ruhe. Ja, und das merkt man auch, wie die anderen mit einem umgehen. Ja, mit dem Lambo hat mir noch nie jemand die Vorfahrt genommen. Mit dem Fiesta gefiel an jeder dritten Kreuzung, weil keiner Respekt krass, vor dir hat. Das ist so also krass. Das sind echt, das war ich gar nicht mehr gewöhnt. So, dass ich so ein Stück Scheiße im Verkehr bin. So, muss auspiepsen. So, also ich habe mich selten
im Straßenverkehr so wertlos gefühlt wie mit dem Fiesta. Man bekommt halt keinen Respekt. So. Ja. Das ist eigentlich so bescheuert. So, du wirst nur angehupt, du wirst eigentlich sozusagen nur rumgeschubst und keiner nimmt Rücksicht und keiner nimmt dich ernst. Wo ich denke, Alter, okay, das macht ein Auto. Also das macht ein Auto die aus. Die Wirkung des Autos auf die anderen Menschen. Krass. Und traurig. Ja. Das ist ja wie mit den Sachen, mit der Kleidung. Ne? Hat man Anzug an, dann ist man viel vorsichtiger und so, als wenn du jetzt jemanden siehst, der hat eine Jogginghose und was weiß ich, hat einen Schlabberpullover. Ne? Das ist eigentlich so bescheuert. Das ist halt immer so die ganzen Vorurteile und so. Ne? Wir brauchen Black Lives Matter für hässliche Autos. So. Wollen wir kurz Pause machen? Ja. Und was trinken. Mach das. So. Eine Frage gab es noch. Und zwar hieß sie, wie schnell öffnet sich das Dach? Und das können wir einfach ganz einfach testen. Okay, wir zählen jetzt mal. Let's go. So, gut läuft. Nicht so schnell fahren. Unter 50. Genau 20 Sekunden. Genau 20 Sekunden, verrückt. Also, es geht eigentlich relativ flott. Also wenn es mal wirklich anfangen würde zu regnen plötzlich, dann ist man eigentlich trotzdem relativ schnell wieder im Trocknen. Und es geht während der Fahrt. Also bis zu 50 km/h meinst du gerade, ne? Ich glaube sogar ein bisschen schneller, aber ich habe immer Angst wegen Bodenwellen und so. Und das ist echt eine feine Mechanik. Und empfindlich, ne? Ja. Deswegen. Also Leute, wir haben 11 Grad, Dach ist offen, let's go. Halt deine Capri-Sonne fest. Latsch mal drauf. Raphael, meine Haare. Mach mir mal zu hier. Alles zusammen einfach. Lass den drin. Genau. Irgendwie. Ich wollte sagen, ich hatte ja auch mal lange Haare. Sehr gut. Der LKW-Fahrer eigentlich uns angeguckt, weil ich dir gerade die Haare gemacht habe? Ja, er auch jetzt gerade. Okay. Das sitzt wieder automatisch runter, das war noch gar nicht. Witzig. Raphael und ich, wir sind jetzt da, wir wollten eigentlich Fähre fahren, aber ja, erst am 7.3. wieder. Jetzt haben wir irgendwie völlig vorbei, jetzt sind wir eine halbe Stunde gefahren. Aber kommt im nächsten Video. Ja, es kommt einfach im nächsten Video. Und für die Aussicht hat es sich gelohnt. Für die Aussicht hat es sich gelohnt. Richtig, richtig nice Wetter, wir haben einen schönen Sonnenuntergang. Deswegen einfach beim nächsten Mal, da fahren wir einfach mit dem Fiesta hin oder was weiß ich und dann geht's los. Na gut. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne mal eure Meinung da. Wie findet ihr den Audi A8? Findet ihr den alltagstauglich oder findet ihr das überhaupt nicht? Und ansonsten schaut gerne bei Raphael immer vorbei. Ihr könnt auch selber den A8 Probe fahren und euch eine eigene Meinung bilden, denn er vermietet ja den A8. Und nicht nur den A8, sondern auch einen Mustang, auch den Lamborghini und den R6. Schaut gerne mal vorbei bei Raphael. Hat auch Instagram, hat TikTok, hat alles. Und voll am Start. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.